Messer? Was hier ein bisschen nach einer Mischung aus Skyrim und The Witcher 3 aussieht, ist tatsächlich Enderal. Eine riesige, vollkommen kostenlose Total Conversion auf der Basis von Skyrim. Beinahe 30.000 Stunden haben die deutschen Mod-Entwickler von Shure.ai in dieses Megaprojekt versenkt. Das Ergebnis ist beeindruckend. Enderal krempelt Skyrim komplett um. Es bietet eine völlig neue Spielwelt samt umfangreicher Story und professioneller Vollvertonung. Kurz gesagt, obwohl hinter Enderal kein Millionenbudget steht, erreicht es die Qualität eines AAA-Titels. Der große Unterschied von Enderal zu Skyrim ist die Story. Wo Skyrim den Spieler eher so nebenbei und irgendwie abspeist, geht Enderal einen gegensätzlichen Weg. Denn Enderal beschäftigt sich mit Fragen rund um Freiheit, Religion, Ethik oder Philosophie und erzählt dabei eine packende Fantasy-Story. Und das ab der ersten Minute. Allein der Vorspann ist so verstörend, dass wir einfach weiterspielen müssen. Im Folgenden beginnen wir als Flüchtling, der aus seiner vom Bürgerkrieg gezeichneten Heimat nach Enderal flieht. Einem vermeintlich sicheren Hafen. Denn auf dem kleinen Kontinent herrscht ein mächtiger religiöser Orden, der für Ruhe und Ordnung sorgt. Doch der Schein trügt. Unter der frommen Bevölkerung geht bereits das Gerücht um, die Götter seien tot. Und wie es der Zufall so will, grassiert der rote Wahnsinn im ganzen Land. Eine Geisteskrankheit, die Menschen durchdrehen und Gräueltaten verüben lässt. In dieses nahende Chaos stoßen wir als Fremder hinein und sehen uns bald einer viel größeren Bedrohung gegenüber. Das hört sich zwar stark nach klassischer Fantasy an, tatsächlich stellt Enderal aber persönliche Schicksale und Sinnfragen in den Mittelpunkt seiner Handlung. Und wohlgemerkt, wir sprechen bis jetzt nur von der Hauptstory. Die ganzen kleinen Geschichten am Wegesrand fallen vom Niveau her kaum ab. Sie bieten viele kleine Hintergrundgeschichten, die die Welt erst so richtig glaubwürdig machen. Und das mit ganz einfachen Mitteln. Wir können uns zum Beispiel mit einer Dame aus unserem engeren Umfeld zu einem Drink verabreden und dabei einfach nur ein wenig quatschen. Wir bekommen kein Geld, keine Erfahrung, ja nicht mal Sex. Nur eine gute Unterhaltung. Was für eine wunderbare Idee. Diese Gespräche selbst leben vor allem von den vielen professionellen Sprechern, die dem Spiel ihre Stimme geliehen haben. Eine derart hochwertige Vertonung sucht bei Mod-Projekten und im Prinzip selbst bei vielen Großproduktionen seinesgleichen. Ein sehr guter Soundtrack tut dann sein Übriges für die tolle Atmosphäre. Eine große Stärke von Enderal ist die große Spielwelt. Die ist nur ein Viertel kleiner als Skyrim und fühlt sich vor allem nie generisch an. Überall findet man was. Seltene Items, rätselige NPCs oder einfach nur besonders hübsche Blumenwiesen. Denn obwohl Enderal mittlerweile technisch überholt ist, sticht es trotzdem durch seine Ästhetik und Farbenpracht hervor. Blühende Wälder und Felder, trockene und eisige Wüsten, Enderal hat alles davon. Einziger Wermutstropfen ist das wenig komfortable Schnellreisesystem. Lange Laufwege und viele Ladepausen sorgen mit der Zeit für Frust. Immerhin haben sich die Entwickler von Shure.ai diesen Kritikpunkt bereits zu Herzen genommen und arbeiten an Verbesserungen. Um den Spieler dann auch abseits seiner Erkundungstouren zu motivieren, bietet Enderal viel Abwechslung bei seinem Questdesign. Mal schlichten wir einen Streit zweier bockiger Brüder, dann kämpfen wir uns durch eine herannahende Gegnerhorde und schleichen tags darauf unbeobachtet durch das Haus eines Edelmannes, der gerade keine Lust hatte, uns zu empfangen. Dann öffnen wir uns eben selbst die Tür. Das Questdesign ist vielleicht nicht einzigartig, langweilig wird uns aber auch nicht. Das liegt auch daran, dass uns das Spiel nicht für dumm verkauft. Es fordert uns zum Mitdenken auf und stellt uns knifflige Rätsel. Trotz vieler Quests ohne den Einsatz von Waffengewalt wird in Enderal natürlich auch viel gekämpft. Das Kampfsystem selbst erinnert neben dem Crafting von allen Spielbestandteilen noch am meisten an Skyrim. Neuerungen gibt es trotzdem. Die Machtschreie aus Skyrim wurden durch 22 neue und kombinierbare Fähigkeiten ersetzt. Die schalten wir durch Levelaufstiege in einem von 9 Talentbäumen frei. Diese unterteilen sich wiederum in 3 Kategorien: Krieger, Magier und Schurke. Nimmt man wirklich jedes Fitzelchen Erfahrung mit, wird man am Ende des Spiels ca. 3 der 9 Talentbäume vollbekommen. Zu einem übermächtigen Halbgott können wir also nicht mutieren. Doch das braucht's auch nicht.
Wer klug kämpft, kann auch auf höheren Schwierigkeitsgraden erfolgreich sein. In diesem Beispiel wollen wir einige zähe Wölfe erledigen. Und da wir hier als Bogenschütze spielen, erwecken wir zuerst einen untoten Diener, der uns quasi als Schutzschild dienen soll. Danach begeben wir uns in Position und beschwören recht unspektakulär einige ziemlich mächtige Brandpfeile. Als nächstes nutzen wir eine Gaunerfähigkeit, um die Zeit für einige Sekunden um uns herum anzuhalten. In dieser kurzen Zeit der Narrenfreiheit schicken wir gleich mehrere Pfeile auf den Weg. Ein sehr effektiver Weg, garantierte Treffer zu landen. Dann noch ein paar weitere Schüsse und tot sind die Biester. Diese Wölfe haben gerade übrigens nur deshalb so viel ausgehalten, weil sich Gegner im Gegensatz zu Skyrim nicht an unser Stärkelevel anpassen. Unser Charakter kann also nicht von Beginn an jeden beliebigen Feind einfach so umlegen und fühlt sich dafür mit fortschreitendem Spielverlauf umso mächtiger an. Eine weitere Änderung in Enderal betrifft das Learning by Doing System von Skyrim. Wir bekommen jetzt wieder ganz klassisch Erfahrung für getötete Feinde und abgeschlossene Quests. Mit jedem Levelaufstieg unseres Helden erhalten wir Lernpunkte, mit denen wir unsere Werte verbessern. Als schurkischer Bogenschütze wäre da vor allem Fernkampf, Schleichen und leichte Rüstung interessant. Um diese Lernpunkte dann auch tatsächlich anzuwenden, müssen wir erst Lehrbücher finden oder kaufen. Weil die Händler aber ziemlich viel Geld für ihre Schmöker verlangen, haben wir stets Verwendung für unser Gold. Abseits dieser vielen Änderungen bleibt eines komplett beim Alten. Und das ist die Technik. Enderal ist zwar detailreicher als Skyrim, die matschigen Texturen, die steifen Animationen und die schlechte Weitsicht sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Das hier, das ist einfach falsch. Besonders die langen Ladepausen in Enderal nerven, vor allem wenn man an Witcher 3 gewöhnt ist. Außerdem sind die einzelnen Gebiete in Enderal nicht gleich gut optimiert. Dreht man sich manchmal einfach nur auf der Stelle, schwankt die Bildwiederholrate teils erheblich. Dazu kommen dann noch einige Abstürze und sogar Bugs, die die Handlung einfrieren. Häufiges Speichern ist daher sehr ratsam. Einige Probleme lassen sich nämlich nur lösen, indem man den letzten Speicherstand lädt. Allgemein ist Enderal in einem ordentlichen, aber längst nicht perfekten Zustand. Wer aber hier ein wenig Geduld beweist, wird mit einem großartigen Rollenspielerlebnis belohnt. Die Atmosphäre ist fantastisch, die Story durchdacht und spannend, die Spielwelt ist riesig und doch liebevoll gestaltet. Selbst das eher ungeliebte Kampfsystem aus Skyrim wurde sinnvoll erweitert. Enderal bietet mindestens 30 Stunden Unterhaltung auf höchstem Niveau. Und das noch dazu völlig kostenlos.